Hey Operator, Sixclusive diese Woche mit folgenden Themen: Containment-Modus, Patch 6.2.2 Hotfix, GSA League, 6 Major Augurs. Gefällt euch das Format? Dann lasst doch ein Abo da, aktiviert die Glocke und fleißig liken und kommentieren. Am 3. August war es soweit, da ist der Containment-Modus erschienen, der bis zum 24. August gehen wird. Geht in diesem Modus darum, dass 5 Attacker, die Reacts, gegen 5 Proteus antreten werden, die ein Nest beschützen. Insgesamt gibt es 2 kleine Nester, die man zerstören muss, bevor man das Hauptnest zerstören kann, und die Proteus probieren natürlich dementsprechend die Reacts davon abzuhalten. Auch bei diesem Modus gibt es natürlich wieder haufenweise Ingame-Content. Es gibt eine Containment Collection mit 33 Gegenständen, die man sich auch kaufen kann für 1680 R6-Credits, oder man kauft sich Collectors Packs für 300 R6 Credits oder 12.500 Ansehen. Am 4. August hat man einen Hotfix Release gehabt, der das Problem mit den Namen lösen soll. Am Anfang der Season war das folgendermaßen gewesen, dass Namen nur mit Nummern und nicht der Originalname des jeweiligen Spielers. Dieses Problem hat man mit diesem Hotfix dementsprechend jetzt behoben. Ubisoft hat nochmal einen Nachtrag zum Dev Team AMA nachgereicht mit allen Fragen, die bisher gestellt wurden. Darauf werde ich in meinen Stream am Dienstag eingehen, circa um 15 Uhr, also schaltet da gerne ein. Die GSA League ist zu Ende gegangen. Letzte Woche war der 14. Spieltag und die Begegnungen sind wie folgt ausgegangen. Wir haben Secret gegen SSP gesehen mit 8:7 auf Clubhouse, konnte Secret gewinnen. Mit 7:2 hat Rogue gegen G2 gewonnen auf Clubhouse. Mit 7:5 hat Ovation gegen Penta gewonnen auf Villa. Und GC hat gewonnen gegen GSK mit 7:2 auf Villa. Und somit sieht das Standing wie folgt aus. SSP ist erster Platz mit 27 Punkten. Rogue ist zweiter Platz mit 25 Punkten. Ghostkiller ist dritter Platz mit 25 Punkten. G2 ist vierter Platz mit 22 Punkten. Diese Teams befinden sich alle in die Playoffs. Team Secret hat die Playoffs knapp verfehlt. GC ist sechster Platz mit 17 Punkten. Penta und Ovation müssen nächste Season GSA League Relegation spielen. Und so sieht nochmal die aktuelle Tabelle aus. Vom Ranking her: Ovation 8. Platz kriegen 2000 Euro. Penta 7. Platz kriegt 2400 Euro. GC als 6. Platz kriegt 3200 Euro. Team Secret kriegt 4000 Euro. Der 4. Platz in den Playoffs würde 5200 Euro kriegen, sowie auch der 3. Platz. Der 2. Platz kriegt 8000 Euro und der 1. Platz kriegt 10.000 Euro. Auch wenn hier angegeben ist, dass der 1. Platz den Challenger League Spot kriegen würde, ist diese Aussage nicht ganz korrekt. Es kriegt das bestplatzierteste Team, was noch nicht in der CL ist, diesen Spot. Und somit kommen wir jetzt auch zu den Playoffs. Die finden am 3. bis 5.9.2021 in Hamburg statt. Mit Ausschluss der Öffentlichkeit werden die Matches hier gespielt. Auch die Teams werden nicht vor Ort sein, nur die Talents, wie zum Beispiel meine Wenigkeit. Das Mexiko Major wird leider ohne die Knights stattfinden. Es ist ein APAC-Team, mal wieder, was nicht an einem internationalen Event dran teilnehmen kann. Somit haben wir nur 3 APAC-Teams dabei und somit wird man auch mit 15 Teams antreten, statt wie vorher geplant mit 16 Teams. Das Problem ist auch hierbei, dass wir natürlich dann wieder eine Gruppe haben, wo ein Team fehlen wird, und das ist Gruppe B, wo Furia, Natos Vincere und Space Station Gaming enthalten sind. Wir hoffen natürlich, dass dementsprechend keine weiteren Teams ausscheiden werden. Zur Erinnerung nochmal, das Major beginnt am 16.08.2021 bis hin zum 22. Das könnt ihr natürlich dann dementsprechend verfolgen auf rainbowsix.de. Wie ich auch schon im letzten Video erwähnt habe, wird es natürlich auch wieder Twitch-Drops für euch da draußen geben. Also fleißig einschalten. Somit sind wir mit dieser Folge auch wieder durch. Es war mir eine Freude, Leute. Bitte fleißig liken, kommentieren und die Glocke aktivieren. Bis nächste Woche.